So, dann begrüße ich alle recht herzlich zu unserer Spätschicht zum Thema Rhino im Planungsalltag, Workflows und Tools. Mein Name ist Clemens Horvath. Man kennt mich vielleicht als Kundenbetreuer bei der A0 Bausoftware, so vielleicht vom Telefon, meine Stimme. Ich darf heute durch diese Spätschicht führen. Unsere Sprecher heute sind unter anderem Guido Bauer, mein Kollege, bei uns im Haus der zertifizierte Rhino-Trainer, beziehungsweise auch Grasshopper-Trainer. Und heute auch ganz besonders haben wir einen Gastvortragenden. Vielen Dank fürs Kommen, Matthew Tam. Matthew ist Graphical oder Computational Designer, danke, Computational Designer bei Karamba 3D. Und arbeitet seit 8 Jahren dort, ebenfalls studierter Architekt und eben auch starker Ingenieurseinfluss eben durch Karamba 3D und Bollinger Grohmann. Matthew wird uns heute eben in dem Zusammenhang einige sehr interessante Features zu Karamba 3D zeigen. Und ja, auf das freue ich mich besonders schon. Ich würde das Wort jetzt gleich mal an meinen Kollegen Guido Bauer übergeben und wünsche viel Spaß. Mein Name ist Guido Bauer und ich darf Sie heute eben durch die Spätschicht führen. Und ich werde jetzt einfach gleich starten mit der Software, die wir eben heute vorstellen wollen. Das ist eben Rhino 7 oder kurz, also Rhino 7 kurz oder im Rhinoceros. Und ich werde jetzt heute speziell wirklich darauf eingehen, was man da in einem ganz normalen Architekturplan oder allgemeinen Bautechnikplanungsalltag alles brauchen kann in Verbindung mit dieser Software. Zuerst, Rhino ist eigentlich von dem her ein CAD-Programm oder genauer ein Modeler, 3D-Modeler, mit dem man in erster Linie mit Kurven oder Flächen arbeitet. Ich habe standardmäßig hier meine 4 Fenster, aber ich wechsle hier jetzt einfach einmal in meine 3D-Fenster und beginne einfach mit einem kleinen Beispiel, dass man sich vorstellen kann, was man mit dieser Software machen kann. Ich kann einfach ganz schnell verschiedenste Körper definieren anhand meiner geometrischen Eingabe. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach einen Körper erzeugt und diesen kann ich dann mit verschiedenen Tastenkombinationen und Kürzeln einfach ganz schnell formen. Hier verwende ich eben den Gumball, mit dem ich auch verschiedene Teile dieser Objekte auswählen kann und somit den Körper schnell formen kann. Ich habe dann auch noch verschiedenste Möglichkeiten, das unterschiedlich darzustellen. Das heißt, so kann ich jetzt beispielsweise in den schattierten Modus wechseln und dann verschiedene andere Operationen, hier eben das Verschieben von verschiedenen Kanten von meinem Gebäude eben sehr schnell durchführen. Ich kann da auch immer die Teile von einem Objekt fangen. Das heißt, ich nehme hier zum Beispiel jetzt einfach die Kante, mache aus der Kante einfach eine Fläche, indem ich sie aufextrudiere, wähle die Fläche aus und kann wieder durch eine Extrusion hier meinen Körper erzeugen. Diese Körper, die ich jetzt gestaltet habe, kann ich einfach zueinander verbinden, dass es ein geschlossener Körper ist und diese kann ich dann immer noch greifen und Teile eben verschieben, wie eben hier diese Kanten, wenn ich die anpassen will. Ich kann auch immer eben diese Teilflächen nehmen und einfach löschen, wenn ich einfach ein offenes Objekt haben möchte. Oder aber kann ich auch einfach einen Teil der Fläche auswählen, davon die Begrenzung herausziehen und zum Beispiel diese Begrenzung dann verwenden, um hier ganz schnell ein Objekt hineinzutrimmen, eben dieses eine Fenster. Die ganzen Körper kann ich dann sehr schnell einfach mit einem Klick in zum Beispiel Volumenkörper erzeugen. Ich wähle diese aus, sage eben, dass die jetzt extrudiert werden sollen in eine Richtung. Hier würden sie nach außen extrudiert werden. Durch einmal umschalten kann ich alles nach innen extrudieren, bestätige es und ich habe schon hier meinen Körper so erzeugt. Diese Teile sind eben noch immer anpassbar. Ich kann eben mit einer Tastenkombination nur diese Objekte auswählen, diese versehen und kann einfach sehr schnell diese Geometrien erzeugen. Wichtig bei diesen Geometrien ist, dass hier Rhino eben auf eine gewisse NURBS-Logik aufbaut. Das kann man sich so vorstellen, wie dass alle Linien und auch Flächen eben definiert sind anhand von Polygonen, also nicht an Polygonen, an Polynomen und somit wirklich klar greifbar sind mathematisch und jeder Punkt auf einer Fläche oder Kurve oder auch eben darüber hinaus klar verständlich definiert ist mathematisch. Ich kann jetzt auch verschiedene Objekte miteinander verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt das zum Beispiel verformen möchte, kann ich das in Form eines Käfigs machen, indem ich das eingeschlossene Objekt auswähle,
mein Kontrollobjekt in die Linie, die ich gerade gezeichnet habe, auswähle und hier dann einfach durch Verschieben der Linie dann diese Objekte formen kann. Das heißt, man sieht hier jetzt einfach ganz schön, ich kann in kürzester Zeit Geometrien entwickeln und das ist auch der Schwerpunkt oder das Gute an Rhino, dass ich einfach in einem Entwurfsprozess sehr schnell einfach Geometrien definieren kann und diese immer wieder anpassbar sind. Ob das jetzt normale, einfache prismatische Körper sind oder dann aufwendige Figuren, können wir dann uns entsprechend vorstellen. Das nächste Beispiel, auf das ich jetzt hier eingehen will, ist jetzt hier zum Beispiel eine solche Rampe, weil das doch immer wieder so ein Thema ist, dass man es öfters modellieren muss. Es gibt natürlich jetzt in Archicad das Dachmodul oder bei der A0 jetzt in der Fitnesscard-Bibliothek das Rampenobjekt, aber ab und zu muss man solche Sachen auch besser modellieren. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Objekte miteinander verknüpfen, indem ich jetzt einfach sage, dass ich eine Kurve entlang einer anderen gleiten lassen möchte. Das heißt, ich wähle die Kurve aus, die ich eben gleiten lassen möchte, wähle die Grundkurve aus und wähle dann die Kurve aus, auf die ich die mappen möchte. Als nächstes verbinde ich jetzt hier einfach dieses Querschnittsprofil mit dieser Kurve. Das heißt, dazu wähle ich mir einfach den Befehl Sweep aus, wähle die Leitkurve aus und wähle dann die Aufziehform aus. Durch Bestätigen bestätige ich den Querschnitt und muss dann nur noch definieren, wie eben dieser Querschnitt erzeugt werden soll. Ich bleibe damit hier planar und kann einfach hier sehr schnell so ein Objekt erzeugen. Da ich das jetzt miteinander verknüpft habe, kann ich jetzt zum Beispiel hier im Aufriss das Objekt einfach so formen, wie ich möchte. Und man sieht, dass das Objekt noch immer mitgeht und formbar ist. Aber weil ich es hier jetzt mit dieser Grundrisslinie verbunden habe, kann ich das Objekt immer noch herumschieben und anpassen und dementsprechend formen. Das war jetzt ein bisschen zu viel, aber man sieht ja einfach, man kann diese Objekte noch formen und wenn man das richtig ausrichtet, ist das dann natürlich dann auch planar zur Konstruktionsebene. Ich habe das jetzt schon etwas vorbereitet, indem ich hier eine Rampe schon gezeichnet habe und auch mit verschiedenen Schichten. Diese Objekte kann ich dann einfach in mein Archicad übergeben. Das habe ich schon rübergeladen, das geht innerhalb von ein paar Klicks. Und diesen Objekten kann ich dann einfach das Material zuweisen. Das sind dann einfach ganz normale Objekte im Archicad. Wenn ich diese Objekte dann in einem Schnitt lege, ich habe den schon vorbereitet und ich wechsle den Schnitt, kann ich natürlich dann diesen Objekten auch eine Schnittschriftur zuweisen. Das heißt, ich kann ganz einfach in meinen Einstellungen diese Schnittschriftur natürlich wählen oder das Material wählen und habe dann dementsprechend auch meine sofortige Darstellung von diesen ganzen Objekten. Jetzt gehen wir gleich dann zu dem nächsten Objekt, das man vielleicht doch sehr gut oft brauchen kann. Das heißt, das ist hier zum Beispiel so eine Rampe. Und ich sehe jetzt, dass ich jetzt einfach hier das Gelände modelliert habe und auch gleichzeitig hier auch noch meine Gartenmauer oder meine Böschungsmauer definiert habe. Das heißt, ich kann hier das noch immer so formen, wie ich möchte, weil ich das einfach über die History miteinander verknüpft habe. Und diese Sache ist jetzt formbar. Natürlich könnte das jetzt theoretisch mit Archicad einfach abspeichern als Rhino-Datei und in Archicad übergeben. Aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ich diese Objekt, also dass ich das Archicad-File auch verbinde direkt mit meinem Rhino-File. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal in mein Archicad und lege mir das schön her, damit man das auch jetzt gut sehen kann. Und wechsle noch einmal in meine 3D-Ansicht, damit wir jetzt dieses Objekt sehen. Denn ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, indem ich über eine Schnittstelle, auf die ich dann gleich eingehen werde, das ist eben mein Grasshopper, dass ich diese Dateien live miteinander verbinden kann. Und damit kann ich dann mit einem einzigen Klick die ganze Daten übergeben zwischen den verschiedenen Programmen. Das heißt, ich starte geschwind meine Schnittstelle von diesem Programm und wir sehen schon, dass jetzt hier sofort diese Objekte übergeben werden. Auf das Grasshopper werde ich dann gleich zu sprechen kommen. Wir sehen jetzt, dass ich hier mit einem kleinen Grasshopper-Skript meine Flächen übersetzt habe, eben in eine Freifläche von Archicad und meine Gartenmauer dementsprechend hier auch übergeben habe, aber hier als Morph, damit ich einfach hier gewisse Formen habe. Diese Sachen sind jetzt im Live miteinander verbunden und ich kann noch immer diese ganzen Formen anpassen, verschieben und man sieht, dass diese Objekte hier dementsprechend verformbar sind. Aber ich kann natürlich auch noch verschiedenste andere Sachen damit machen. Das heißt, ich kann jetzt auch zum Beispiel diese Formen entsprechend anpassen und wir sehen, dass diese Sachen alles quer übergeben wird
und ich somit in schnellster Zeit hier zum Beispiel mein Gelände oder gewisse Formen, die ich da jetzt so übergeben kann, in verschiedener Weise hier besser modellieren oder schneller modellieren kann. Auf das werde ich gleich dann, was man in Grasshopper alles machen kann, später eingehen. Vorher möchte ich noch auf ein paar andere allgemeine Modelliereinsätze in Rhino hinweisen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel verschiedene Objekte, die jetzt so nicht so ideal in Archicad zum Beispiel zu modellieren sind. Hier zum Beispiel eine Stütze, das war einmal ein Kundenwunsch, der einfach hier eine konische, elliptische Form hat und auch dort sehr ausgerundet ist. Solche Objekte kann ich mir ganz schnell einfach erzeugen in Rhino und dann beispielsweise als Bibliotheksobjekt im Archicad platzieren und dann dementsprechend verwenden. Anders kann ich auch hier zum Beispiel verschiedenste Möbeln so schnell erzeugen und anpassen und oder verschiedene Sachen dann ihm übergeben oder direkt dann zum Beispiel mit dem Tischler zusammenarbeiten, wenn er eben auch zum Beispiel Rhino verwendet und damit dann direkt Maschinen steuern oder einfach die Planung detaillierter machen. Dazu habe ich jetzt noch ein anderes kleines Beispiel vorbereitet, zum Beispiel eben so einen Tisch. Und hier habe ich eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Schnappschüssen, wie man das kennt, zum Beispiel aus Möbelhäusern oder von Spielzeugen, diese einfach mit einer Logik zu verbinden und somit hier einfach diese Explosionszeichnungen sehr schnell zu erzeugen, eben von meinem Tisch oder Bauteil, das ich eben brauche. Dazu habe ich nun auch verschiedene andere Features, wo ich dann einfach schnell diese Ansichten erzeugen kann, die ich zum Beispiel brauche. Das heißt, wir kennen das eben zum Beispiel aus dem DG oder aus dem allgemeinen aus der Fertigung von solchen Bauteilen, dass ich da von so einem Bauteil sehr schnell einfach verschiedene Ansichten brauche. Dazu gibt es ein eigenes Tool, in dem ich eine 2D-Zeichnung mache von meinem ausgewählten Objekt. Hier kann ich einstellen eben verschiedene Ansichten und hier meine 3D-Ansicht mit verschiedensten anderen Erweiterungen, die ich treffen kann. Wenn ich hier einmal auf OK klicke, wird mir nun dieses Objekt erzeugt. Man sieht hier schon, wo es platziert ist. Ich habe hier von meinem Bauteil, wie ich es definiert habe, einfach die 4 Ansichten, die ich einfach hier jetzt zum Beispiel für eine Zeichnung für die Tischlerei brauchen würde. Das sind dann doch jetzt so Bauteile, die man doch sehr oft in der Architektur brauchen kann. Und natürlich ist jetzt Rhino eher doch bekannt für Formen à la Zaha Hadid. Und da kann man natürlich auch genau diese Formen hier machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in meine vorbereitete Sache und schalte noch kurz die Möbeln, die anderen Bauteile aus, dass wir das auch sehen. Das heißt, ich fange hier einfach an mit einer ganz normalen Fläche oder Punkte und gehe dann Schritt für Schritt weiter, indem ich diese für diese Sachen dann entsprechend verformen kann und beginne einfach diese Fläche zu biegen, zu drehen, zu schieben, damit ich hier jetzt auf meine Form komme. Und diese kann ich dann natürlich in verschiedenster Weise weiter aufbauen, durchdrehen. Und man sieht hier schon, wie schnell ich dann zu diesen Formen komme. Diese sind noch immer parametrisch. Ich kann sie noch anpassen, kann sie formen. Und das ist eben der Vorteil von einem Modeler. Ich kann ganz normale Strukturen, die ich im alltagsmäßig brauche, sehr schnell modellieren, aber auch diese entsprechenden Freiformen. Rhino ist darüber hinaus ein sehr gutes Programm, wie man vielleicht hier vorhin schon gesehen hat, weil es sehr viele Schnittstellen hat. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt von verschiedenen Firmen Objektdateien, DXF-Dateien oder zum Beispiel Step-Dateien bekomme, die ich jetzt dann brauchen könnte als Objekt, kann ich mir die in Rhino hineinladen und aufbereiten. Das möchte ich jetzt kurz zeigen anhand von einem anderen Beispiel. Da brauche ich kurz ein anderes File, weil ich da eine Millimetereinheit jetzt brauche. Es gibt zum Beispiel das Add-on, das heißt eben Vectorize. Und mit diesem Vectorize kann ich beispielsweise einfache Bilder importieren und diese dann entsprechend aufbauen in meine Darstellungen. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach ein Bild eingescannt als JPEG, das ich eben gestern gezeichnet habe mit normalen Kugelschreiber, kann das eröffnen. In meinem Fenster kann ich dann verschiedenste Einstellungen treffen, wie das importiert werden solle. Ich nehme hier einfach mal die ich schon voreingestellt habe und ich sehe jetzt hier, dass diese Objekte entsprechend importiert wurden, einfach als Linien, wie man das dann in Rhino einfach kennt, als Curves, wo ich dann sehr schnell Flächen etc. draus machen könnte. Es gibt dann noch weitere Add-ons, wo ich dann bessere Situationen bekomme, dass ich auch dann wirklich einfache Linien bekomme. Das habe ich mir jetzt eben hier schon vorbereitet, weil das will ich jetzt weiter verwenden, indem ich da jetzt zum Beispiel verschiedenste andere
Workflows zeige. Sehr oft will ich ja vielleicht gewisse Strukturen, Texturen oder andere Sachen auf etwas mappen. Das heißt, da habe ich jetzt ein paar von diesen Objekten vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel Linien, ich habe verschiedene Körper oder auch eben hier die Linien, die ich vorher importiert habe von meiner Zeichnung, die ich eben eingescannt habe. Dazu mache ich einfach eines. Ich habe jetzt hier ein Objekt, eine Fläche hier drüben und die Objekte, die ich mappen möchte. Und die kann ich dann einfach mit einem Befehl hinübergeben. Dazu gibt es eben unter Transformieren zum Beispiel den Befehl, eine Fläche entlang verschieben. Das heißt, ich wähle meine Objekte aus, die ich verschieben möchte, bestätige meine Auswahl und muss jetzt nur mehr die Grundfläche anwählen in der Nähe, wie es eben gemappt werden soll. Ich wähle die Grundfläche aus. Ich wähle die Fläche aus, auf die gemappt werden soll. Und wir sehen, dass diese jetzt einfach übergeben wurden. Wie ich vorher schon gesagt habe, kann man verschiedene Objekte miteinander verbinden. Das habe ich vorher gemacht, indem ich hier auf die History gedrückt habe. Und es bedeutet, dass diese Sachen noch immer anpassbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Körper nehme und den Körper verschiebe, sieht man, wie der sich hier entsprechend verhält. Das bedeutet, ich habe anhand von dieser Fläche diese Objekte auf diesen Körper herübergemappt und kann es dann in verschiedenster Weise anpassen. So könnte ich auch hier oben einfach diesen oberen Kreis nehmen, ich zoome raus, dass man es auch sieht, und kann es einfach durchskalieren, zum Beispiel hier diese Formen aufziehen und entsprechend anpassen oder hier einfach verschiedenste Texturen definieren, einscannen und dann entsprechend auf die Fassade mappen oder auf meine allgemeine Geometrie. Das ist immer das Erste schon mal gewesen zum Importieren von verschiedenen Daten. Jetzt will ich einfach noch eins zeigen, weil es einfach sehr oft vorkommt und doch brauchbar ist. Dafür hole ich mir meine andere Datei vom Bildschirm, die ich ebenfalls schon vorbereitet habe. Oft haben wir ja verschiedenste Daten, zum Beispiel eben vom Geländemodell oder eben von verschiedenen Baukörpern. Die kann ich mir jetzt einfach reinladen. Das heißt hier zum Beispiel die DXF von der Stadt Wien, wo ich eben diese Sachen dann sehr schnell importieren kann. Es geht auf. Das heißt, ich importiere die einfach mit den Einstellungen, die ich vorgetroffen habe und nehme mir dann gleich hier doch zu noch meine Baukörper und lade die schnell herein und importiere gleich auch die Baukörper. Damit man das gleich ein bisschen besser sieht, mache ich das gleich ein bisschen größer und man sieht in einem Schritt nach dem anderen, werden diese jeweiligen Baukörper importiert und ich habe sogleich meine 3D-Ansicht, wo ich das auch sehe, mein Modell von eben der Stadt Wien beim Donaukanal, was ich da alles importieren kann. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung auch sagen, das sind wirklich große Modelle möglich. Das heißt, ich habe da schon mal fast den ganzen 10. Bezirk herinnen gehabt im Rhino und es ist trotzdem sehr flüssig gelaufen. Man sieht hier oben die gespeicherte Datei. Beim Titel wird immer dazu geschrieben, wie groß die Datei jetzt ist. Wenn ich das einmal speichere, sehen wir nach dem Speichern, dass diese ganzen Objekte, die mal herinnen sind, in Summe eigentlich nur 25 MB sind im Rhino. Und damit eigentlich dann eine sehr praktische Arbeitsweise hier habe. Ich habe jetzt hier in den ersten Blick eigentlich dann die Aufgabe, natürlich jetzt mein Baubereich zu bereinigen, wo ich sage, dass ich einfach das herausziehe, was ich brauche. Das heißt, das, was ich hier einfach vorbereitet habe, ist, ich nehme meine Linie, also meine Pollinie, die ich hier definiert habe, und beginne einfach an, diese verschiedenen Objekte voneinander zu trimmen. Das heißt, ich wähle einfach wieder meinen Trimbefehl aus, diesmal aber für mein Polygonnetz. Dazu wähle ich als erstes meine Pollinie aus, damit ich die auch treffe, wähle meinen Trimbefehl aus, und kann es einfach mit einem, ich habe Teilen ausgewählt, ich muss Trimmen auswählen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil natürlich das immer ein bisschen groß ist, auch das Mesh. Aber man sieht, dass es einfach in kürzerer Zeit dieses Mesh bearbeitet werden kann. Und gleich im nächsten Schritt wähle ich einfach dann die Objekte aus, die innerhalb von meinem Polylinie sind. Okay. Anscheinend ist das keine geschlossene Polylinie mehr. Machen wir es einfach in 3D. Vielleicht geht es da besser.
Das heißt, ich habe jetzt hier die Polylinie ausgewählt und wenn ich da jetzt mich im Grundriss befinde, kann ich dann diese Sachen entsprechend auswählen. Okay. Ist dann auch egal, wann jetzt das leider. Okay. Egal. Im Großen und Ganzen kann ich dann diese Datei einfach sehr schnell aufbereiten, die Sachen auswählen und entsprechend bereinigen, dass ich das dann einfach so aufbaue, wie ich es dann im Archicad zum Beispiel dann für nächstere Planungsschritte brauche. Das Schöne dann an Rhino ist, dass ich auch verschiedenste zusätzliche Features habe. Zum Beispiel kann ich jetzt dann das Polygonnetz einmal die Polygonanzahl berechnen und dann schauen, wie viele Polygone ich wirklich habe. Oder ich habe hier verschiedene Tools, dass ich zum Beispiel das Polygonnetz verringern kann um einen gewissen Prozentfaktor oder aber zum Beispiel meine Polygone auf zum Beispiel nur die planaren Polygone zusammenfüge. Ich kann dann auch direkt auf die einzelnen Polygone zugreifen. Das heißt, hier habe ich hier zum Beispiel eine Funktion, dass ich einfach Polygonnetzkanten zusammenlege, die kleiner sind als eine gewisse Länge, die ich vordefiniert habe. Man sieht hier jetzt gelb hinterlegt zum Beispiel die Polygone, die ich dort zusammenlegen würde. Auf der anderen Seite habe ich dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel direkt die Polygone anzugreifen und die dann anzupassen, indem ich dann zum Beispiel meine ganzen Kanten angreife und das dann auch direkt steuere. Wenn ich das zum Beispiel aufbereiten möchte für Twinmotion und da ein besseres Mesh brauche für das Ganze, kann ich das einfach dann zum Beispiel in eine smoothere Fläche umwandeln und habe dann eben durch dieses Quad Mesh einfach sehr schnell eine ebenere Fläche, die mir dann in meinem Rendering vielleicht mehr bringt und dann das so aufbereitet habe. Ich habe da jetzt schon noch ein paar andere Sachen vorbereitet in einer anderen Rhino-Datei, dass man es einfach sieht, wie man das jetzt hier theoretisch verwenden kann. Ich habe zum einen hier mein Gelände, das habe ich zusammengeschnitten, so wie ich es eben brauche dann. Und ich kann mir dann natürlich auch sehr schnell meine Höhenschichtlinien, die man da jetzt orange sieht, okay, man sieht sie sehr schlecht. Ich wähle sie dazu einfach aus, dann sieht man sie besser, indem ich dann einfach hier bei dem Mesh auch die Höhenschichtlinien schnell erzeugen kann, wenn ich sie brauche. Zum Beispiel das Ortofoto, das man ja auch herunterladen kann, kann ich hier sehr schnell hineinlegen. Oder ich kann zum Beispiel auch die Lärmkarte hineinlegen und diese Bilder könnte ich dann zum Beispiel die Farben herauslesen und dann die Farbwerte entsprechend verwenden. Ein weiteres Beispiel wäre hier dann die Netzwerkvektordaten, die ich dann schnell reingeben kann und aufbereiten kann oder auch zum Beispiel so PDFs wie vom Bebauungsplan, die natürlich dann entsprechend eingelesen werden können und dann die Objekte in verschiedene Flächen, Kurven oder Textobjekte umgewandelt werden und die kann ich dann entsprechend verwenden. Das Ganze kann ich dann aufbereiten und dann schnell in mein Archicad bringen und das sieht man dann einfach, wie man diese Dateien dann hereinbringt und diese Sachen dann dementsprechend schön hier herinnen hat. Jetzt haben wir schon gesehen, das heißt, wir können sehr viel hier machen, gerade in meiner Rhino-Datei und dann das aufbauen. Und jetzt will ich einfach den nächsten richtig coolen Schritt zeigen, der einfach hier möglich ist. Das ist das Programm Grasshopper. Das ist eine implementierte grafische Programmiersprache in Rhino. Die möchte ich da jetzt eben kurz umbauen, damit man es ein bisschen besser sieht. Dass ich da jetzt hier auf einer meiner Seiten einfach mein Rhino, damit man das einfach ein bisschen besser sieht. Ich mache ein bisschen größer. Und auf der anderen Seite mache ich dann hier meine Sachen. Genau, das ist jetzt hier eben das Programm Grasshopper. Und das kann man sich vorstellen, wie eine grafische, ist eigentlich eine Programmiersprache, aber man arbeitet mit grafischen Komponenten. Also ganz simpel erklärt, gibt es einfach jetzt hier verschiedenste solche Komponenten, mit denen man verschiedene Sachen machen kann. Das heißt, diese Komponente erzeugt mir hier beispielsweise einen Punkt. Wenn ich für den Punkt einfach jetzt einen Wert definiere, sieht man hier den ersten Punkt. Ich kann einen Wert hinzufügen und dann sieht man einfach mit dem nächsten Schritt, ja, okay, ich kann über zum Beispiel eine Texteingabe sehr schnell einfach den Faktor der Z-Höhe definieren über den Punkt. Zusätzlich habe ich dann noch zum Beispiel solche Slider, mit denen ich dann auch grafisch definieren kann, welcher Wert hier verwendet wird. Ich kann jetzt hier durch Bewegen sehr schnell diese Sache entsprechend miteinander verbinden
und so schnell meine Geometrie steuern. Dabei kann ich auch auf verschiedene Objekte zugreifen, die ich modelliert habe in Rhino oder einer anderen Software. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel einen Curve-Container, mit dem kann ich eben dieses eine Objekt hereinladen und dann beispielsweise verschiedenste nächste Schritte machen. Das heißt, ich will jetzt hier Linie aufteilen in einzelne Teile. Das heißt, meine geschlossene Polylinie wird jetzt zu einzelnen Liniensegmenten. Ich kann ein Offset machen, damit ich jetzt zum Beispiel sage, dass diese Linie entsprechend versetzt wird. Das heißt, ich nehme meine Polygonkurve und definiere ein Offset von minus 0,5, damit der jetzt zum Beispiel eben nach innen versetzt ist. Somit wäre meine äußere Kante zum Beispiel meine Betonfläche von einer Decke und die innere Kante wäre ja dann zum Beispiel mein Stützenraster. Dieses Stützenraster kann ich dann sehr schnell unterteilen, indem ich den Befehl divide verwende. Divide Curve. Und damit kann ich jetzt über einen Slider definieren, den ich definiere zwischen 0 und 30 Unterteilungen, kann ich jetzt für die einzelnen Liniensegmente definieren, wie viele Stützen ich hier zum Beispiel brauche. Das kann ich jetzt dann in verschiedenster Weise weiterspielen, indem ich einfach im nächsten Schritt sage, ich will zum Beispiel meine Geschosse definieren über eine Series. Somit kann ich sagen, dass ein Geschoss zum Beispiel 3,15 Meter hoch sein sollte und kann dann über einen Slider definieren, dass ich insgesamt 30 Geschosse eingeben möchte. Die kann ich dann über einen Move-Befehl in der Höhe verschieben und dann muss ich nur mal die Z-Koordinate definieren, damit ich die auch dementsprechend verschieben kann. Über die Series wird mir jetzt hier eine Liste erzeugt für meine Geschosse. Diese gebe ich hinein und die definiere ich dann hier über meine Flächen und ich habe schon im ersten Schritt meine Turm so gesehen erzeugt oder das Gebäude, was ich jetzt eben erzeugen möchte. Das kann ich dann in einem Schritt gleich kopieren und verwenden für meine einzelnen Stützenachsen. Und wenn ich das jetzt dann auch entsprechend dann noch umformatiere, das ist dann eine gewisse Erfahrungssache, was ich da verwenden muss, kann ich jetzt hier für alle meine einzelnen Geschossdecken diese einzelnen Stützen definieren. Wenn ich das jetzt dann eben mache zu einer Polylinie, kann ich dann diese Stützenachsen definieren. Davor muss ich noch kurz die Matrix flippen, weil sonst diese Polylinien in einer Ebene passieren müssten. Damit ich einfach diese Ausrichtung ändere, kann ich das dann einfach in diese Richtung nehmen und das dann sehr schnell wieder in einzelne Liniensegmente explodieren lassen, damit wir jetzt hier beispielsweise diese Struktur haben. In kürzester Zeit meine Decke und meine ganzen Stützensachen. Diese Sachen sind noch immer anpassbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe auf diese eine Linie, kann ich durch Verschieben von dieser Linie sehr schnell einfach meine Geometrie anpassen und durch die Anzahl der Stützen diese Stützen definieren oder die Anzahl der Geschosse definieren. Dabei ist aber alles noch immer auswertbar, weil wenn ich jetzt einfach eine Area zum Beispiel anhänge, kann ich von dieser Geometrie sehr schnell einfach die Quadratmeter von dem Ganzen erzeugen und wir sehen jetzt einfach durch eine kleine Änderung werden diese Daten live mitgeschrieben und dementsprechend definiert. Jetzt könnte ich natürlich beginnen, direkt dann diese ganzen Sachen dann zu übermodellieren und zu übergeben, aber ich habe auch die Möglichkeit, diese Sachen direkt an Archicad zu übergeben. Also dazu gibt es eine Live-Schnittstelle zwischen Archicad und Grasshopper. Die baue ich jetzt eben kurz auf, indem ich jetzt das so hinaufschiebe und dass man das ein bisschen besser sieht dann gleich. Das bedeutet, es gibt ein eigenes Segment, das ist ein Add-on, das man sich über die Graphisoft-Seite herunterladen kann. In dem kann ich jetzt definieren eben verschiedene Komponenten, die mir jetzt im Archicad zum Beispiel verschiedene Objekte definieren. Oder ich kann hier dann auch verschiedene Objekte dann einfach zugreifen und editieren oder dann eben diese Sachen auch zerlegen und Sachen aus dem Archicad rüber bekommen. Dies funktioniert von dem her einfach ganz einfach, indem ich, muss mein Fenster jetzt öffnen, meine Palette öffne und jetzt eine Live-Connection zwischen eben meinem Archicad
und meinen Rhino aufbaue. Dazu muss ich nur schauen, dass ich die richtige Datei eben ausgewählt habe. Da muss ich eine 24 eintragen, dann ist es die richtige Datei. Kann jetzt hier die Live-Connection schon starten, indem ich jetzt einfach auf Start-Connection gehe und kann einfach beginnen, meine Archicad-Bauteile einfach hineinzusetzen. Das heißt, ich nehme hier jetzt meine Slab für eben meine Platte. Okay, also ich habe es bei Area trocknet, sorry. Ich muss natürlich die Fläche auswählen, weil die Area ist eine Zahl und das ist einfach eine Fläche. Und somit sieht man schon hier bei dem Gebäude, dass diese Sachen übergeben wurden. Im nächsten Schritt kann ich dann auch einfach meine Columns setzen, also meine Stützen. Da muss man sagen, dass diese Live Connection Grasshopper eigentlich auf Englisch läuft. Das heißt, da gibt es keine deutsche Version. Für meine Column brauche ich einfach einen Anchor Point und einen Endpoint, damit ich einfach die Stütze definiert habe. Das geht hier auch einfach auf zwei Klicks und ich habe schon hier herinnen dann meine Stützenraster aufgebaut und habe das Gebäude somit sehr schnell definiert. Diese Sachen sind natürlich immer noch anpassbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Rhino diese Geometrie ändern möchte, habe ich einfach mit einem Klick schon die Geometrie geändert. Es muss noch übergeben werden. Und damit habe ich die Änderung schon im Archicad vorhanden. Ich kann jetzt natürlich die Anzahl der Geschosse ändern, die Höhen ändern und eben noch vieles mehr, indem ich dann auf diese einzelnen Bauteile zugreife. Das schalte ich jetzt einfach mal kurz aus, damit wir das jetzt nicht mehr hier haben. Und das da blende ich einfach mal aus. Jetzt habe ich das natürlich gelockt, das tut mir leid. Weil ich würde jetzt noch im nächsten Schritt gleich noch etwas anderes Gutes herzeigen. Man hat jetzt einfach gesehen, dass ich ein ganz normales Gebäude schon mal jetzt so definieren kann. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt noch zum Beispiel andere Geometrien in einem städtebaulichen Kontext definieren. Ich muss jetzt die Bauteile noch finden. Okay. Das ist okay und ich bewege mich einfach dann in eine Situation, dass man das dann ein bisschen besser sieht. Jetzt kann ich jetzt mal kurz cutten. Das schauen wir uns einfach hier jetzt dementsprechend an. Ich habe jetzt einfach ein kleines Skript hier schon vorbereitet und da sieht man dann die Möglichkeiten, die ich dann einfach geometrisch habe im Rhino. Ich starte das eine Skript, das ich einfach hier erzeugt habe. Und wir sehen da jetzt, dass ich anhand von dem Ganzen einzelne Baukörper erzeugt habe. Jetzt habe ich das leider eingeblendet. Ich blende es nochmal aus. Genau, da sieht man jetzt einfach hier verschiedene Geometrien, die ich erzeugt habe. Und die habe ich auf verschiedene Arten definiert. Zum einen habe ich mein Grundstück dementsprechend definiert, aber ich habe hier verschiedene Linien definiert, die mir meine Fläche entsprechend schneiden. Und durch einen zufälligen Wert kann ich jetzt da die Form der Linien entsprechend anpassen. Anhand von diesen Linien wird mir nun auch mein Baufeld unterteilt. Somit habe ich eben spezielle Flächen, wo ich dann verschiedene Baukörper anordnen kann. Und sind die Flächen zu klein, kann man sagen, kann es ein begrünter Bereich werden. Diese Flächen werden dann im nächsten Schritt unterteilt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier dann auf einer random-basierte Geometrie einfach die Flächen unterteilt in verschiedene Baukörper. Und im nächsten Schritt kann ich dann durch Verschieben und verschiedene Zusatzhöhen einfach sehr schnell diese Baukörper erzeugen und mir entsprechend übergeben. Das mal kurz aus. Das mal kurz noch ausblenden. Dann sieht man es besser, weil ich habe hier jetzt auch vordefiniert, zum Beispiel verschiedene Bereiche, wo ich eben sage, hier jetzt Magenta, Türkis, eben meine Fassade oder verschiedene Nutzungsklassen oben anhand von der Farbe definiert. Und wenn ich jetzt über meinen Random Generator von einer Zahl gehe, sieht man jetzt, dass man anhand von diesen verschiedenen Varianten jetzt dementsprechend die Baukörper definiert werden und nicht auch in kürzester Zeit verschiedenste Daten erzeugen kann und das dann so gesehen Geometrie definieren kann.
Das alles ist natürlich dann in verschiedenster Weise wieder miteinander verbunden. Das heißt, ich habe jetzt hier noch weitergebaut, dass ich die einzelnen Flächen auswerte, mir Listen erzeuge. Und wenn ich diese Listen erzeuge, kann ich die natürlich dann in andere Programme übergeben. Das habe ich hier mit Excel gemacht. Ich kann es hier einmal rausklicken und es wird mir automatisch ein Excel geschrieben, das ich hier rüber erzeugt habe. Und ich sehe hier jetzt eine Liste, so wie ich es mir aufgebaut habe, für meinen ersten Baugrund. Ich habe das jetzt nur für eben einen Baugrund gemacht, damit die Liste ein bisschen übersichtlich ist. Ich sehe für jedes einzelne Gebäude, das erste Gebäude und das jeweilige Geschoss dann entsprechend die Quadratmeterflächen und auch dann die einzelnen Flächen für sämtliche Gebäude. Das geht dann eigentlich in beide Richtungen. Das heißt, ich kann auch hier dann zum Beispiel Punkte definieren und diese dann dementsprechend übergeben. Das habe ich eben noch vorbereitet. Wenn ich das Excel finde. Okay, natürlich ist der auf dem falschen Bildschirm. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Liste von verschiedenen Punkten. Diese Punkte kann ich mir einfach in mein Excel laden. Hat ja eh schon hier erinnern. Ich muss sie nur in meine erste Seite geben, weil ich auf die zugreifen möchte. Und ich kann dann diese Punkte einfach übernehmen, indem ich die über Grasshopper aufrufe und dann entsprechend aufbaue. Das heißt, das mache ich jetzt einfach hier in einem drei kleinen Schritten. Ich definiere einfach meinen Bereich der Liste, die ich übergeben möchte. Das ist für mich einfach der Bereich in Excel Zelle A2 bis eben die Zelle D2, D6. Und kann diese mit einfach der Komponente, da gibt es ein Add-on, das eben auch gratis ist, das ist Bumblebee 2, kann ich dann sehr schnell diese Daten hereinladen und dementsprechend herüberbringen, indem ich diese Daten einfach lese. Das heißt, ich sehe jetzt hier meine Liste, kann die Liste entsprechend hereinholen. Dafür brauche ich einen Toggle, das ist einfach ein Schalter, mit dem ich dann diese Sachen definieren kann. Und ich sehe hier schon entsprechend meine Liste, wo ich dann diese Daten definiert habe. Natürlich soll das jetzt nicht empty sein. Ich muss jetzt einfach auf das Worksheet gehen, dann sollte das sofort gehen. Okay, sorry. Das ist einfach, wenn man das auch live macht, da passiert leider immer wieder was. Also ich habe die Daten nicht in meinem Worksheet 1, sondern in einer anderen Datei. Das heißt, wenn ich die Daten jetzt entsprechend herübergebe, sehe ich jetzt dann sofort diese Daten herüber. Ich muss noch da einmal noch neu laden. Sollte es da oben zumachen, dann sollte das gehen. Schreibe die Daten einfach in mein Excel und aktiviere jetzt das Read-Befehl. Und habe jetzt hier schon meine Liste an Punkten, die ich eben aus meinem Excel übernommen habe. Diese Liste kann ich jetzt dementsprechend aufbauen, indem ich jetzt einfach diese Punkte nehme, den Text nehme und daraus zum Beispiel einfach ein Objekt in Achika erzeuge und dieses Objekt dann direkt dann in Achika platziere, eben über meine Geometrie, die ich definiert habe, dann im Grasshopper. Jetzt möchte ich noch auf ein paar andere Objekte eingehen, die wir direkt gut steuern können im Archicad, anhand, dass man die Geometrie aufbauen, einfach im Rhino. Da habe ich einfach noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich muss das nochmal kurz umbauen, damit man das eben sieht. Meine Flächen, die ich dort definiert habe, ist von Herrn Schahanten. Und dass man das ein bisschen besser sieht, baue ich jetzt hier einfach mal das eine auf und nehme mir noch mein Archicad-File, das ich schon vorbereitet habe. Und bewege mich jetzt einfach rüber zu meiner Geometrie, den hinteren Part, den kann ich ausblenden. Passt. Jetzt beginne ich einfach noch mit einem ganz kurzen Part, wo man dann einfach sieht, wie mächtig das dann alles wird, wenn man die dann entsprechend miteinander verwendet. Ich habe jetzt ein paar Geometrien aufgebaut. Ich muss nur kurz die eine Live-Connection abbrechen. Das mache ich einfach gleich zu. Und kann dann jetzt hier in diesem einen Rhino-File die Datei verbinden, wieder mit meiner
anderen Rhino, meiner anderen Archicad-Datei. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Start Connection, wähle meinen richtigen Port aus und verbinde jetzt zum Beispiel einfach dieses eine Rhino-File mit meinem Archicad-File auf dieser Seite herüber. Vorbereitet habe ich nun drei Beispiele noch schneller, wo man einfach sieht, wie schnell man da jetzt gewisse Geometrien erzeugen kann, die man dann einfach sehr schnell doch im Architekturalltag brauchen kann. Das heißt, ich starte jetzt hier mein erstes Skript und Sie sehen schon hier auf dieser Seite die Fassade, die ich dort definiert habe. Diese Fassade habe ich als erstes definiert über eine Geometrie eben hier in Rhino. Sich die Fassade einschalten. Die Fassade habe ich eingeschalten. Das ist dann immer die Problematik, wenn man doch so viele Fenster gleichzeitig braucht dann. Das Ganze da rüben. Her, dass man es einfach gut sehen kann. Ich habe jetzt hier meine Fläche definiert und diese Fläche sieht man jetzt, dass ich die jetzt einfach als normale Fläche definiert habe in Archicad, in Rhino. Diese kann ich noch immer anhand der Geometrie formen, wie ich das eben möchte. Das heißt, ich kann jetzt hier das zum Beispiel schieben oder die obere Kante einfach nehmen und diese Kante dehnen und ihr seht, wie dann sofort die Fassade hier im Archicad auch entsprechend angepasst wird. Da habe ich jetzt aber auch die Möglichkeit, auf verschiedene andere Parameter zuzugreifen. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinem Archicad verschiedene Parameter definiert, wie zum Beispiel, dass ich die Panels im Favoriten erzeugt habe. Und diese Panels, diese Favoriten, kann ich mir dann direkt aus meiner Archicad-Datei laden und dementsprechend verwenden. Somit kann ich, wenn ich jetzt da mehrere verschiedene Panels erzeugt habe, ganz schnell zum Beispiel zufällig diese verschiedenen Panels übergeben und das dann auch an verschiedenen Geometrien anpassen. Das gibt dann jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel so eine Geometrie definiere im Rhino und dann dementsprechend diese gleich als Fassadentool verwende im Archicad. Da habe ich jetzt dann so eine dreieckige Fassade oder hier so eine Rautenfassade. Und natürlich gibt es da auch noch verschiedenste andere Sachen. Das heißt, hier verwende ich zum Beispiel das Add-on Lunchbox, wo es eben verschiedenste Sachen gibt, wie ich jetzt Geometrien zum Beispiel definieren kann. Man sieht ja auch dann sehr schnell, wie ich eben diese diversen Geometrien verwenden kann. Was hier auch möglich ist, ist dann, dass ich die Geometrie direkt im Rhino modelliere. Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Linien definiert. Das sieht man an dem sehr gut. Wenn ich das verschiebe, wird auch automatisch das Ding in Archicad verschoben. Ich kann so sehr schnell einfach diese Geometrien erzeugen. Im nächsten Schritt kann ich dann auch noch beginnen und zum Beispiel solche Muster erzeugen. Das habe ich hier noch schnell gemacht und kann damit dann zu diesem Weinhaben rübergehen. Dann sieht man das hier sehr schnell. Kann jetzt dann zum Beispiel solche Bilddateien hereinladen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier mein Null-Logo genommen und dieses Null-Logo einfach eingelesen, indem ich dann diese Bilddatei verwendet habe und kann dann verschiedene Sachen machen, indem ich jetzt zum Beispiel hier so Pflastersteine definiere und dann diese Definition mappe und dann auf verschiedene Sachen übergebe oder dann auch an Archicad übergebe, wenn ich einfach eine verschiedene Pflaster brauche oder dergleichen. Das heißt, da kann ich auch Bilddateien einlesen und dann dementsprechend editieren. Das heißt, dann seht ihr jetzt, dass ich dann hier durch verschiedene Slider dann auch verschiedene andere Möglichkeiten habe, dass ich da zum Beispiel einfach die Geometrie anpasse und forme. Letzte Möglichkeit, die ich noch zeigen möchte, sind dann verschiedene andere Tools, wo ich dann einfach sehr schnell Geometrien erzeugen kann. Das sieht man beispielsweise sehr oft gerade in der Architektur, wo man anhand von solchen Geometrien zum Beispiel eben diese Kreise erzeugt. Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Punkte definiert und anhand von Abstand der Punkte zu den Kreisen kann ich da ganz schnell einfach gewisse Muster erzeugen und diese dann entsprechend anpassen und aufbauen. Dasselbe kann ich auch hier machen, zum Beispiel anhand von einer Linie, wo ich sage dann, dass der Durchmesser des Kreises abhängig ist vom Abstand zur Linie und kann einfach auf diese Weise sehr schnell schöne Muster erzeugen und das dann alles entsprechend anpassen. Zu guter Letzt will ich noch auf
nächsten Schritt zeigen, was dann Überleitung wird an unseren Gastvortragenden. Das heißt, es gibt auch sogenannte Physik-Engine im Grasshopper, die heißt Kangaroo. Damit kann ich dann verschiedenste Sachen formen. Das heißt, man sieht jetzt hier zum Beispiel so eine Membran, die ich aufgemacht habe. Das kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel das Schwerkraftmodell von Gauri bei der Sagrada Familie. Das heißt, ich habe hier dieser Membran eine Masse gegeben, habe dann die Schwerkraft nach oben definiert und kann dann durch ein schnelles Bewegen von verschiedenen Geometrien diese Sachen definieren und dann somit zum Beispiel sehr schnell Schalen oder zum Beispiel verschiedene Membranen erzeugen und damit auch diese verschiedenen Features nutzen in der Software und somit verschiedenste Geometrien definieren oder auch analysieren. Und da möchte ich es dem gerne an unseren Gastvortragenden übergeben, den Matthew Tam oder als erstes an Clemens. Danke, Guido, für den spannenden Beitrag von dir schon mal. Ja, ich wollte jetzt noch mal kurz das Wort an den Matthew übergeben und mit einem kleinen Hinweis, und zwar nach dem Teil von Matthew wird es auch noch eine Fragerunde geben, also Q&A-Session. Wenn Sie Fragen haben an unsere beiden Gastvortragenden, einfach in den Chat schreiben und wir gehen das dann nach dem eigentlichen Vortrag durch. Damit würde ich an Matthew übergeben. Matthew, the stage okay. Is yours. Ich mache jetzt eine kurze Intro. Vortrag über Karma 3D. Karma 3D ist sogenannte Parametric Engineering. Mein Name ist Matthew Tam und ich bin seit fast 8 Jahren oder so bei Karma 3D und ich bin Computational Designer, auch beschäftigt bei Bonner & Gorman, wo wir Karma 3D und unsere Alltagsarbeit das ziemlich oft verwenden. Karma 3D ist im Prinzip ein Plugin, eine Parametric Engineer Software im Grasshopper eingebettet, womit ihr FE-Analyse machen könnt. Es ist möglich, zum Beispiel mit vielen anderen Software zu knüpfen, so wie zum Beispiel Dublaus AFM oder Robot vom Autodesk und auch mit Python oder C-Sharp das Karma API zugreifen. Ihr habt schon in Gudos Präsentation gesehen, dass es gibt beim Grasshopper die Möglichkeit, parametrische Geometrie zu generieren. Hier sieht man eine Fachwerkdefinition, wo man die Höhe und die Anzahl, die Diagonale von diesem Fachwerk steuern können. Und Crumble macht es möglich, im Prinzip ein Tagwerksystem zu analysieren und implementieren direkt im Grasshopper. Man kann hier zum Beispiel Träger definieren mit Querschnitte und Materialien, die Auflage und die unterschiedlichen Lasten. In dieser Animation wird es nochmal spielen lassen. Hier sieht man zum Beispiel eine Punktlast auf ein Fachwerk und hier kann man auch eine Querschnittsoptimierung machen, die direkt in Crumble implementiert sind. Und in Grasshopper ist es auch möglich, viele Optimierungssachen zu implementieren. Hier ist ein Galapagos-Beispiel. Wir haben in diesem Beispiel die Fachwerkdiagonale zu optimieren, sodass wir unterschiedliche Random-Geometrie untersuchen können. Wir versuchen jetzt die gesamte Verformung von diesem Fachwerk zu minimieren. Und mit Galapagos und vielen anderen Plugins im Grasshopper kann man unterschiedliche Optimierungsprozesse machen. Hier ist ein sehr vereinfachtes Single Objective Optimization Prozess. Es gibt viele Funktionalitäten, die im Karma eingebaut sind. Zum Beispiel die Tagungsanalyse in erster und zweiter Theorie, Knickenanalyse und Eigenformen und Schwingungen. Wie im letzten Beispiel ist es auch möglich, die Formfindung und Optimierung zu machen. Zum Beispiel Querschnittsoptimierung, Bewährungsoptimierung beim Schalen, auch große Verformung zur Formfindung und BISO. Das ist diese sogenannte Bidirectional Evolutionary Structural Optimization Prozesse. Und es gibt sicher viele Möglichkeiten, die Darstellung der Ergebnisse zu zeigen in Crumble. Zum Beispiel beim Beam, beim Träger kann man die Schnittkräfte, die
Biegemoment und die Normalkräfte, Querkräfte, auch die Querschnitte anschauen, auch beim Schauen. Ich werde dann jetzt kurz zwei unterschiedliche Beispiele zeigen. Hier ist ein großes Projekt, das wir beim Bonner Gurman gemacht haben. Das war im 2015 oder 2017, sorry, fertiggestellt. Die Architekten sind Delegro Maiso Architekten hier in Wien. Und die haben das Wettbewerb gewonnen, dass sie im Prinzip ein großes fliegendes Dach bauen. Im Erdgeschoss gibt es einen großen Ausstellungsraum, wo die Autos ausgestellt sind. Und in dieses Dach gibt es zum Beispiel Bürofläche, Ausstellungsfläche und Besprechungsräume und so. Hier haben wir einen Prozess entwickelt, wobei wir Multi-Objective Optimization implementiert haben. Das bedeutet, wir haben probiert oder besucht zum Beispiel die Verformung für das gesamte Struktur, die Anzahl, die Stützenclusters oder Stützengruppen und dann das gesamte Massen von der Dachstruktur zu reduzieren. Und hier sieht man ein Bild von diesem ganzen Optimierungsprozess, wo wir die Stützen, im Prinzip die Stützenpositionen optimieren haben. Auf der linken Seite sieht man ein Cramber-Ausnutzungsbild von dem ganzen Berechnungsmodell in Cramber. Die nächste Beispiel ist ein Beispiel, das unsere Kunden in Brasilien, denke ich, gemacht. Er hat im Prinzip eine Staubbetonstruktur im Körper implementiert mit einer ganzen Parametric Modeling und Optimierungsprozesse verknüpft. Hier gibt es eine solche Workflow-Kreise, wo er die ganze parametrische Modellierung in Grasshopper gemacht, die erste Analyse im Körper mit einer Optimierung gemacht und dann alles nochmal geprüft und alle Nachweise in eine FEM-Analysis sowie Robot gemacht und dann nochmal die Ergebnisse auch im Grasshopper auch geprüft. Hier sieht man zum Beispiel ziemlich schön das ganze Renderingsmodell oder Renderingsbild von den Architekten und dann unten, er hat dann die ganze Verformungs Figur oder Verformungsfarbe auf die gebaute Gebäude dann implementiert. Und da sieht man das ganze 1:1 Optimierungsprozess, wo er die Stützen oder die Öffnungen im Prinzip optimieren für das ganze Haus. Wir haben auf unserer Website ziemlich viele Beispiele und Lern-Tutorials gepostet. Wir haben letzte Woche auch eine neue Website veröffentlicht und wir sind dabei, immer mehr Beispiele und Tutorials zu veröffentlichen. Und Sie können gerne immer auf unserer Website diese zugreifen. Und das war es von meiner Seite für eine sehr kurze Vorstellung auf Cramba. Danke. Super. Ja, perfekt. Danke, Matthew, für die Einführung. Ich würde an der Stelle jetzt noch das Recording beenden lassen.